Peter Kreinbergs Ausbildung ist es stets, das Pferd in seiner Balance nicht zu stören oder zu irritieren. In diesem Video zeigt er, welche wohldosierten, gefühlvollen Reiterhilfen dem jungen Pferd helfen, die Zirkellinie zu finden und zu halten. Pferd arbeite, dann ist mir wichtig, dass es im Rahmen der seitlich führenden Hilfen vorwärts bleibt und ich werde alles tun, um nicht am Pferd zu ziehen oder zu drücken. Das ist ganz wichtig. Dabei achte ich immer, eine korrekte Stellung und Biegung zumindest ansatzweise vorzubereiten. Das heißt, wenn wir rechts herum gehen, möchte ich, dass das Pferd sich auf der linken Seite dehnt und an die rechten Hilfen herandehnt. So, ich habe den ersten Teil der Übung im Leichttraben absolviert. Ich werde jetzt zum ruhigen, ausgesessenen Traben übergehen und versuchen, die Linien um die Hündchen herum zu präzisieren. Meinen Kontakt- und Hilfenrahmen führe ich damit etwas dichter ans Pferd heran. Das heißt speziell, mein innerer und äußerer Zügel hat ganz leichte Fühlung und Führung am Hals. Meine Schenkellage, innerer Schenkel immer etwas weiter vorne. Der äußere Schenkel wird zurückgenommen, rahmt die Hinterhand des Pferdes ein. Und so geht das Pferd in seitlichen Hilfen, im Rahmen, immer präziser. Die Inhalte in diesem Video werden hauptsächlich in Schritt und Trab dargestellt.